Science. Archäologen haben in Osttirol kürzlich eine Entdeckung gemacht, nach der sie die Geschichte neu schreiben müssen. Jedenfalls die der Unterwäsche. Schon vor 600 Jahren sollen Frauen demnach BHs getragen haben. Bislang dachten Soziologen und Historiker, BHs seien eine neuzeitliche Erfindung des 20. Jahrhunderts. Doch jetzt stießen Archäologen bei Ausgrabungen in dem Schloss auf Wäsche aus dem 15. Jahrhundert. Es gibt ja natürlich schon erhaltene Textilien in Museen aus dem 15. Jahrhundert, aber das sind die Sachen, die man damals schon für aufhebenswert erachtet hat. Also meistens Quelle des Klerus, die sich in Kirchen erhalten haben, aufwendige Sachen des Hochadels. So Alltagssachen sind ja weggeschmissen worden. Da findet man eigentlich nochmal nichts Komplettes, auch mehr eben nur mehr bei Ausgrabungen. Die BHs wurden zusammen mit anderer Wäsche gefunden, als man im Jahr 2008 ein altes Gewölbe ausgraben ließ. Dieses war bis oben hin mit Schutt und Abfall verfüllt worden. Doch wenn es damals bereits BHs gab, weshalb verschwanden diese wieder bis zur Neueinführung im 19. Jahrhundert? Die Mode hat sich geändert. Die Kleiderschnitte selber haben sich geändert und man hat dann unter den Kleidern oder auch über den Kleidern eben so Mieder getragen, um zum Beispiel das schmale Taille zu erreichen. Und diese Mieder haben natürlich auch gleichzeitig so von unten, halb von unten die Brust gestützt. Da brauche ich zusätzlich noch ein BH, dann eher überflüssig. Unter den weiteren Textilien sind auch zahlreiche Stücke, die wie Unterhosen aussehen. Die, erklärt Archäologin Nutz jedoch, hätten Männer getragen. Ohnehin gibt der Fund nur Aufschluss über die Sitten beim Adel. Dass das gemeine Volk damals auch Unterwäsche trug, kann daraus nicht abgeleitet werden.